Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Zu Phönotopia bei mir, dem Shining. Wir sind jetzt im Sandmeer. Und was ist das hier für ein Ding? Ich bin ertrunken. Das ist Treibsand. Der Treibsand ist schlecht erkennbar. Will ich nur mal kurz anmerken. Da oben ist ein Ausdauerjuwel. Okay. Spiel, du hast mich überzeugt. Ich will da hoch. Jetzt muss ich schon wieder die perfekten Würfe schaffen. Das Erz brauche ich eigentlich nicht. So, das rausziehen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen extra, weil ich die Teile brauche. Stelle ich mir mal da drauf. Gerade so zuschieben, dass ich da noch durch kann. Ja, die brauche ich doch safe da, um hochzukommen. Kann ich mir ja schon mal zurechtstellen. Wieder den perfekten Wurf schaffen. Gegen. Hilfe! Ich denke mal, das Ding ist hier unbrauchbar. Obwohl, so hoch. Doch, war brauchbar. So, kabum. Das Schöne ist, dass ich hier auch noch so ein kleines Taschengeld nebenbei kriege. Hier ist abzusehen, wie das funktioniert. Den ein bisschen rausziehen. Den darunter. Jetzt den rausschieben. So, und dann hier durch. Und schon haben wir ein Ausdauerjuwel. Energiejuwel, wollte ich sagen. Wunderschön, auch wenn es nicht so viel ist. Und dann habe ich den besten Sprung aller Zeiten gemacht und bin einfach über die ganze Map gejumpt. Nein, geht doch weg von mir. Sandmeerruinen. Hier gibt es bestimmt was zu holen. Ich bin noch in Rogue Heroes offenbar drin. Ich sehe Vasen und werf sie nur. Danke. Ich wollte hier die ganze Zeit aufheben, aber... Habt ihr mir Blüte geschlagen? So, jetzt kann ich ja damit eigentlich anfangen, absichtlich das Essen zu versemmeln, ne? So, das kann ich jetzt einfach durchlaufen lassen. Obwohl ich schon gerne wüsste, was bei der Hülsenfrucht rauskommt. Bei der Stachelfrucht. Ich könnte es machen, aber ich brauche das verdorbene Essen fünfmal.
Kopieren. Vielleicht wäre es schlau gewesen, zumindest die Inventarerweiterung noch eben zu holen. Vertrockneter Kaktus. Den kann man auch braten. Okay, bei dem interessiert mich wirklich, was rauskommt. Den brate ich diesmal richtig. Ich will einfach wissen, was man davon kriegt. Getrocknetes Kaktusfleisch. Gibt 6 HP. Also habe ich jetzt auch instant gegessen. Ich wollte einfach nur wissen, was dabei rauskommt. Pam. Ich habe noch einen vertrockneten Kaktus. Weg mit euch. Einfach draufhauen. Warte mal. Das Ding frisst doch alles, was in sich reinfliegt. Ich wusste es. Man kann die Bomben einfach in den Rhein werfen. Easy. Also das war ja geschenkt. Ja, die Viecher haben mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. Hier ist ein Eingang. Die Viecher können schießen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding brauche, aber ich nehme es mal mit. Oh, das sieht ja so richtig okkult aus. Wahrscheinlich muss ich die Dinger mitnehmen, weil hier scheinen zwei Schalter zu sein, die aktiviert werden müssen. Die Kamera zoomt rein. Ich habe die Metro gefunden. Bohnen in der Dose. Da braucht man offenbar was für, um da reinzukommen. Den schieße ich erstmal runter. Da flüchtet er direkt. Oh, ich dachte gerade, ich spring schon runter. Nee, ich muss hier durchsprinten. Geschafft. So, hier rein. Hat bestimmt einen Sinn. Hat es auch. Ich muss die Bombe da einmal durchwerfen. Das hast du prima gemacht, Shining. Und jetzt nochmal richtig. Geschafft. Mann. Komm, jetzt spring das runter. Danke. Falsche Richtung. Ein Herzrubin. 4 Leben mehr. Und 4 Leben machen bei dem Spiel tatsächlich einiges aus. Kriege ich jetzt mal geschissen, so einen Vogel runterzuschießen? Nein. Ich bin immer noch zu kacke dafür. Das Viech ist back. Aua. Und es ist gewaltig stark. Bomben. Friss. Du blödes Mistding. Nee. Gib mir... Da ist noch so ein Viech. Aua. Mann! Wo habe ich zuletzt gespeichert? So Leute, ich habe beides wieder geholt. Es war nervig. Wieder mit den Bomben.
aber es ging. Ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, woran man diese Pflanzen erkennt. Als ich hier nochmal war, dann habe ich es ein bisschen besser sehen können. Und zwar wächst dann hier so eine Blume aus dem Boden. Die soll dann auch mal locken. Da seht ihr, hier wächst zum Beispiel auch eine. Da muss man drauf aufpassen. Friss die. Jetzt schlag doch! Und ich muss sagen, ich mag die nicht. Wenn man so in der Nähe steht, dann kommt dieses Teil da raus und will einen zu der hinschlagen. Offenbar reichen zwei Bomben aus, um die zu töten. Und diese Vögel, die muss ich auf jeden Fall erst einmal runterschießen. Das ist wichtig. Nein. Hier ist es wahrscheinlich wesentlich besser, einfach drüber zu laufen. Also ich muss sagen, diese Pflanzen, die mag ich nicht. Ich habe extra da hinten jetzt nochmal abgespeichert, damit ich nicht im Notfall hier den ganzen Weg nochmal laufen muss. Ich will da, glaube ich, hoch. Nur habe ich nichts, womit ich mich da hochhalten kann. Bringt es eigentlich was mit der. Hau ab. Mit dem Bogen da drauf zu schießen? Nein. Das war eine schlechte Idee. Ja. Ich kann natürlich jetzt aber auch wenigstens da rangehen und das Ding einfach totprügeln. Obwohl, kann ich auch aus der Entfernung das einfach reinwerfen? Ja, klappt. Du, lass mich. Verreck. Das alles nur für eine mickrige Münze. Ich würde zwar gerne da hoch, aber ich komme nicht da hoch. Das war wahrscheinlich eine Falle von denen. Reicht es eigentlich aus, wenn man da drauf schießt? Reicht aus. Eine Kiste. Was war das denn gerade für eine fiese Falle? Also wirklich. Einfach mal sprengen, vielleicht liegt da noch was. Ja, eine Münze, komm, nehme ich mit. Es reicht ja aus, drauf zu schießen. Komme ich hier auch noch draußen? Nein, ich bin ins Lager gekommen. Und da ist deutlich mehr drin als in der Kiste. Nummer 21 mehr und ich könnte mir den Aluminiumschläger holen. Daneben! Hier geht's weiter durch die Wüste. Ich habe mal einen Skorpion umgebracht. Ja. Hier ist ja eigentlich gar nichts. Nur halt Sachen, die ich verbraten kann. So viele Vögel. Da hausen diese Banditen wahrscheinlich. Hau ab. Will ich wissen, ob mir die Dinger auch Schaden machen?
geben auf jeden Fall ein Ei. Nein. Haut ab. Bam. So, hier brauche ich jetzt die Flöte. Lied klappt. Offen. Und hier hausen jetzt diese Banditen. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich kann auch eben kurz hier mal eben braten und dann auch schon für heute Schluss machen. Also den Drachenschweif will ich durchbraten, den Rest verbrate ich jetzt einfach. Ich wollte jetzt nur das Zeug mal eben durchbraten und gucken, ob da jetzt irgendwas speziell Neues dabei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kennt ihr den Drill? Ein Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!